Nein, also ich bleib bei meiner normal altbekannten und geliebten Show. Ich auch. Ja. Ich auch. Eindeutig. Geliebt. Ja, mit... Was macht der während der Show? Steht der neben dran? Klatscht immer? Ja, ist das der immer anfängt? Ich will, was willst du denn noch anders machen als Stalljunge? Ich will actionmäßiger die Tür behüten, oder was? Code wegschaufeln. Krass, krass. Nee, also ich... Code schaufeln hier. Also jetzt sagt mal jeder nacheinander, wie er es haben möchte, bitte. Fertig zu Ganz normal. Standard. Standard. Routine Show. Standard. Okay, also ihr geht jetzt alle eurer Arbeit nach, macht euch bereit für die Show, beziehungsweise kümmert euch um die Tiere, gebt ihr nochmal Leckerlis oder sonstigen Kram, schminkt euch, dehnt euch nochmal, prüft das Netz nochmal vom Trapez, von der Athletik, von Akrobaten etc. Und ihr liefert natürlich dann auch sofort eine Show. Also das Publikum ist absolut begeistert, mega geil drauf. Das dachte ich mir schon. Die Kassen klingeln wirklich mega geil. Und ihr habt wirklich eine super Show abgeliefert. Nach der Show macht der Stalljunge nochmal alles sauber. Und hey, wie es sei. Ich sag ja, das läuft wirklich so ab wie bei dieser Talentshow bei SpongeBob, dass er am meisten gejubelt wird. Ja, schön. Und nachdem alles erledigt ist, geht ihr in euer Zelt wieder rein und Emalde kommt wieder an und sagt so, ja, habt ihr super gemacht, richtig geil, und drückt jeden von euch eine Dukate in die Hand. Oh, cool. Die mache ich jetzt bei mir da mal mit Sternchen da rein, damit wir genau wissen, dass das mein jetziges Vermögen ist. Okay. Wie jetzt? Achso, wir haben jetzt kein Vermögen mehr, oder wie? Theoretisch. Das alte Vermögen ist weg, deswegen habe ich jetzt eine Dukate mit einem Sternchen dahinter, dass ich weiß, dass das jetzt meine momentane ist. Alles klar, mache ich das auch. Ich bleib's einfach daneben hin. Das ist ja das Ganze. So, genau. Okay. Und sie drückt euch halt alle die Dukate in und sagt, dass ihr eine richtig geile Show abgeliefert habt, dass ihr super wart, dass es morgen direkt nach... Warte, jetzt muss ich mal kurz die Map aufmachen. Zur Wüste Kom geht und da die nächste Show stattfindet. Ihr reitet von Andergast nach zur Wüste Kom innerhalb von einer Nacht und seid dann auch da. Schlafen brauchen wir nicht, oder wie? Nee, ihr seid dann mitten in der Nacht da und ihr schlaft dann halt auch da und wacht so morgens, würdet morgens um 9 oder 10 dann wieder aufwachen und dann wieder aufbauen helfen. Ich kann euch übrigens auch eine Map in die Hand drücken, wenn ihr wollt. Oh ja, das wäre schön. Das wird kompliziert, das, ne? Also, sehr, sehr, sehr löblich. Sound muted. Sound resumed. Mit dem schwulen Feinerung. Sound resumed. Sound muted. Sicher stimmt die Bilder. Ja, sieht man. Ja, Backenspalter. Genau. Ob das gesund klingt? Das klingt nicht so unglaublich gesund. Das klingt wie ein Schwert aus von Herr der Ringe, von der Hobbit. Der Orkspalter. Okay. Boah, das ist... Bild lädt bei mir nicht. Fan-Projekt. Nebenbei bemerkt, die Wüste Kom ist ziemlich deutlich zu sehen, halt das große gelbe Stück da. Und Andergast ist in etwa, ja, lass mich raten, 10 Tagesmärsche entfernt. Wir haben es in einer Nacht geschafft. Und ihr habt es in einer Nacht geschafft, genau. Fällt uns das auf? Und wo ist ein Andergast? Wo sind wir denn jetzt genau von dieser Wüste aus gesehen? Stückchen weiter links in Winsalt. Da unten. Ach du Scheiße, was soll ich jetzt finden, oder was? Ja, ist direkt an dem Fluss. Winsalt. Welchen Fluss? Ah, ich hab's gefunden. Das große. Na, da ist es. Ah, ich hab's gefunden. Genau, ihr seid im Winsalt. Achso, eine größere Stadt in der Nähe von der Wüste. Ja. Genau. Linkes Ende von der Wüste, die erste große Stadt, die ist dick geschrieben. Nördlich. Ja, hab schon gesehen. Genau. Und ihr seid dahin und, Zwalin, worauf du gerade eingegangen bist, das wollte ich dann auch gleich nochmal sagen. Moment, jetzt muss ich schnell was schauen. Kann mir bitte jeder von euch den Klugheitswert nennen? Over 9000.
eindeutig. Klugheitswert, ich weiß nicht, ob sowas vorhanden ist. Also ich hab 7. Klugheit habe ich 4. Ja, Klugheit habe ich gar nicht. Passt ja. Und deswegen bist du Stadion. Ja, genau. Hörst du auch gerade. Ich frag dich, warum du Stadion gespielt hast. Ich wusste es ja von Anfang an. Ich brauche noch einen Klugheit. Ja, nein. Komm. Ja. Exakt 5. Achso, 5, okay. Dann. Genau, ja. Dann Femio. Ja. Du darfst mal auf Klugheit würfeln, eine blanke Klugheitsprobe. Okay. Ja. Ach, unser Höchster. Brawl! 4. Okay, warte, jetzt muss ich kurz würfeln. Du wirst mir das alles sehen. Nee. Das darf er nicht, du dürftest die Werte ja nicht wissen, die Dingsbumster da hat. Genau. Dir kommt das ein bisschen suspekt vor, dass ihr einen 10-Tages-Marsch innerhalb von einer halben Nacht geschafft habt, aber du wunderst dich noch nicht so 100%ig drüber. Es bleibt dir halt so im Hinterkopf. Ob du es jetzt mitteilst oder nicht, ist dir belassen. Aber für dich ist es eher so, ja, meine Güte, waren wir halt ein bisschen schneller unterwegs. Also eher was, wo man sagen würde, man normalerweise jetzt nicht so ins Gesicht sagen. Man teilt es jetzt mal nicht so mit, aber es bleibt im Gedächtnis. Okay. Genau, wollt ihr noch irgendwas machen? Also ihr seid angekommen und habt eure Schlafzelte aufgebaut. Wollt ihr noch irgendwas machen oder direkt pennen gehen? Ich bin ihr habt nämlich morgen direkt ich wieder eine Show. Vergessen. Wir sind ja mit höher, oder? Nee. Wie war denn das jetzt nochmal? Bitte? Ja, beim Würfeln. Höher oder niedriger? Du musst immer niedriger würfeln. Okay. Gleich oder niedriger? Je niedriger, desto besser. Genau. Und ein 1 ist ein... Ist der Supergau, Spiel. Ja. Eins ist ein kritischer Erfolg, ein kritischer Fehlschlag, ein 20 gleicht aber keine 1 aus. Eine 1 gleicht keine 20 aus, so rum war's. Also wenn du 20 Punkte hast und den 20 würfelst, trotzdem kritischer Fehlschlag. Genau. Okay, es war jetzt bloß kurz, weil ich mir sicher war. Ja. Also macht ihr jetzt eigentlich noch was, bevor ihr schlafen geht? Ja, kurz die Tiere verpflegen, aber dann wieder schlafen wahrscheinlich. Was halt, was heißt du machen? Wir haben doch jemanden dafür. Leck meine Eier. Ja, aber der Stalljunge darf ja bloß die weniger gefährlichen Tiere machen. Ach so. Genau. Ich darf nur. Ja, genau. Vielleicht kriegen wir eine Hasenshow. Oh, geil. Oder Flohwirkers. Oh, das ist das Einzige, was ich mache, bitte schlafen. Okay. Ja, ich gehe jetzt schlafen. Ich würde. Würde gerne warten, bis alle bereit sind zu schlafen gehen, weil dann würde ich noch was erzählen. Ach du Scheiße. Eine gute Nachtgeschichte. Eine gute Nachtgeschichte. Okay. Wie sehr du diesen Zirkus liebst. Ich mach es über diesen Zirkus. Okay, dann ihr drei liegt im Bett und du stehst wie ein weiser Erzähler mit deinem weißen Bart da und wirst was erzählen, okay. In Turnerklamotten. Kommt jetzt. Was? In Turnerklamotten? In Turnerklamotten. Ja, Stretch. Ich erzähle euch jetzt eine kleine Geschichte. Nee. Oh nein. Nee. Was ich euch eigentlich erzählen will, kommt es euch eigentlich nicht merkwürdig vor? Wir haben einen 10-Tages-Marsch über eine Nacht geschafft. Das ist für mich doch nicht ganz schön schnell, oder? Das liegt daran, dass der so voll ist. Vielleicht können wir ja zaubern. Zaubern? Ich kann sicher zaubern. Zaubern ist cool. Was kannst du denn zaubern? Zu eurer Info, für euch gibt es Zaubern nicht. Oh Mann, wie blöd sind wir denn eigentlich? Ich habe einen Klugheitswert von 7 und ich weiß nicht, was Zaubern ist. Zaubern ist quasi Legenden sagen. Achso, dann, ich würde auch einen Zaubern können. So wie damals in den Legenden. Das wäre schon eine schöne Sache. Was würdet ihr denn zaubern, wenn ihr zaubern könntet? Größere, bessere, schnellere Tiere. Ein Beruf für unser Stadion, der Spaß macht. Dankeschön.
Hufemir? Weiß nicht. Zum einen, also ich wäre allgemein einfach so ein, mal ein Zauberer. Hier, wie wärst du mit schon... noch so einem Zirkus, dann haben wir mehr Spaß. Ich glaube, ich würde mich vielleicht sogar, würde damit meine Attraktion ein bisschen noch aufpushen. Keine Ahnung. Inwiefern aufpushen? Das kann ich mir dann nur vorstellen. Koffein, darf ich nicht. Wer weiß, würde mich sagen. Also, wir wissen, aber dieses, weil wir jetzt gerade was doch über das Zaubern reden, obwohl es Zaubern für uns nicht gibt, weil wir wissen schon, dass man da, wir können auch über solche Medienspinste reden, oder? Ja, klar. Wir denken halt, es gab's ja mal, gibt es aber nicht mehr. Achso, genauso wie die Dinosaurier. Die nee, ihr denkt ja nicht, dass es das mal gab, es sind Legenden einfach. Also, Ach so. es ist nicht sicher, ob es das gab. Also, eher gesagt, es ist so wie in unserer Welt. Ja, man sagt immer, so, wenn ich zaubern könnte und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit gibt es nur so Kartentricks oder sowas da. Wie mit Jesus und dem Weihnachtsmann und Osterhasen. Ja, genau. Korrekt. Es gab die mal, aber. Genau. Okay. Also, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie noch ein paar Flammen oder Wasser einbauen. Das ist halt einfach noch viel bombastischer wird meine Show. Das wäre, glaube ich, so richtig schön. Aber ich glaube dran, dass es das schon mal gab. Man hat mir zwar immer gesagt, es ist nicht so, aber ich bin mir sicher, es gab es mal. Vor langer, langer Zeit. Am Anfang in dieses Lust. Den ich so sehr liebe. Das klingt so schön wiederholt, Jan Witz noch sah. Ganz, ganz toller Zirkus. Ja, ich weiß nicht. Na, ich wollte es einfach mal euch so erzählen. Macht ja doch keine Gedanken. Mir... Denkt doch lieber dran, wie toll der Zirkus. Wer macht das? So macht der auch Spaß? So ja, ist total toll hier. Ich habe mich halt, wie gesagt, nur gefragt, wie es sein kann, dass wir so schnell unterwegs sind. Unsere Motivation war. Es muss doch irgendwie möglich sein. Ja, also, unsere Motivation. Genau. Dafür ging alles wie im Fluss. Während ihr so redet, hört ihr einfach nur Leute von Nachbarnzelten brüllen: Haltet die Schnauze und geht pennen! Hat man damals schon so geredet? Komm doch rüber, wenn du was von mir willst. Moment. Okay, hast Glück gehabt, das Licht geht nur aus. Die haben ein Licht in ihrem Zelt? Wie mies ist das denn? Ja, über die elektrische Leitung verlegt. Ich wollte mich jetzt als der charismatische Zwerg beweisen. Eddie, weißt du, an was mich der Flo erinnert? Was denn? Kennst du hier noch diese Lamas auf YouTube, Charlie? Oh Gott. Karl. Kennst du die eine Folge, wo die dann so die unter Wasser sind und er sich dann immer so von der Seite, ich liebe dich. Ja, das kenn ich. Aber ich liebe diesen Film. Er liebt seinen Zirkus. Ja, er liebt seinen Zirkus, das merkt man richtig. Der liebt den fast für uns noch mit. Sehr, er könnte 4 Personen damit ausfüllen. Ich lege dann auch mal Fans, Leute. Ja, wird so echt so eine Zeit, ne? Ja, wir müssen morgen wieder früh raus, eine Show machen, die wir so lieben. Ja, ich glaube, das wäre besser, wenn wir alle schlafen gehen. Muss ja auch wieder fit sein für morgen. Ja, unser Steinjunge also, muss auch fit sein. Also. Ja, eben. Ich muss ja auch arbeiten. Noch viel zu tun. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Ja. So, also ihr schlaft alle und wacht alle gleichzeitig wieder am nächsten Morgen auf. Das ist immer gleichzeitig. Mhm. Ihr schlaft immer gleichzeitig auf. Team. Ruhe. Ihr liebt halt diesen Zirkus so sehr, dass ihr halt perfekt aufwacht. Um alles perfekt zu erledigen. Zur perfekten Zeit. Und dann, weißt du, was mir aufgefallen ist gestern? Wir lieben diesen Zirkus. Was denn? Wir sind wach geworden und wir mussten sofort anfangen zu arbeiten. Wir durften nicht mal was frühstücken. Weil wir den Zirkus liebt diesen Zirkus. Ja, genau.
Wozu essen? Wir verzichten gerne für den Zirkus auf Essen. Genau. Ach, wir leben von Luft und Liebe, oder wie war das? Ja. Ich zum Beispiel trinke keinen Alkohol. Oh, wow. Nebenbei bemerkt, eure Nachteile und Vorteile müsst ihr wirklich nur ausspielen. Hm? Eure Nach- und Vorteile müsst ihr trotzdem ausspielen. Oh, welchen schade. Vorteil habe ich denn? Ich kann aber meine Vorteile nicht ausspielen. Ich bin ein Zirkusclown, ich kann nicht alle umbringen. Erzähl mir mal den Vorteil von einem Stalljungen. Obwohl, kann ich zwar meinen Job lieben, aber die Leute hassen, die zu dem hinkommen. Ja, klar, das kannst du natürlich auch machen. Ah, okay. Also du magst es, Leute anzubringen, aber trotzdem hasst du sie. Eigentlich will ich alle umbringen. Nein, du liebst diesen Zirkus. Ich liebe auch diesen Zirkus. Aber nicht die Leute, die diesen Zirkus besuchen. Die würde ich gerne alle umbringen. Aber weil du den Zirkus so sehr liebst, bringst du sie nicht um. Ganz genau. Das hält mich doch bisschen damals ab. Und wenn meine Oma und mein Opa nicht reden hören, wie ich darüber rede, dass ich Leute umbringen will, könnte das für mich auch eine ganz große Probleme geben. Klein bisschen. So, ja, Imalde kommt wieder in das Zelt und hat wieder ihren Blazer an, ihren Rock, ihre Stöckelschuh. Die Edeldiamanten. Genau, den Edeldiamanten um Hals, der jetzt hat noch mehr glänzt und blinkt einfach als den Tag zuvor und sagt so, hier Leute, wir müssen langsam wieder arbeiten. Und geht dann wieder. Ist uns das aufgefallen, dass das Ding blinkt? Also im Licht funkelt es halt. Ja, so. Ist euch aufgefallen. Oh, sind wir eigentlich angezogen, glitzert, wenn sie reinkommt? Oder? Nein, wir sind wieder auf Arbeit. Ihr seid immer angezogen. Cool. Wow. Wachen wir angezogen auf? Ihr wacht ja, angezogen auf, ja. Wir tragen jeden Tag dasselbe. Ihr fangt auch nicht an zu stinken, also... Ihr müsst euch nicht mal duschen oder so, also selbst der Stalljunge, der jeden Tag mit Scheiße zugedeckt ist, ist immer sauber. Aha, Vorteil, ne? Wichtige Dinge im Leben. Ja, ich... Dort zaubern... Ich weiß nicht, irgendwie geht es mir nicht mehr aus dem Kopf. Du hast wohl wieder zu viele Saltos geschlagen. Ja, denk lieber an den Zirkus. Was denkt ihr? Kann man einfach Zaubern erlernen? Nein. Ende. Aber was wäre, wenn man es könnte? Geh kann man lieber nicht. Dann, nicht. Geh mal lieber dein Fallnetz aufhängen, nicht dass du noch darauf anstößt. Jetzt wird's lächerlich, also bitte. Ja. Aber denkst du mal darüber nach. Sagen, dass, jetzt hängst du gleich noch an und zu sagen, dass es Jesus mal gab. Ja. Klar gab's den. Ja, genauso wie die beiden. Bin, Eddie sind uns mythische Wesen bekannt? Die mythischen Wesen aus DSA halt. Die sind uns Nummer 1 mythische Wesen. Genau wie es unsere Götter gibt. Aber wir Jesus als mythisches Wesen darzustellen, ist schon mal. Da machst du dich ja unbeliebt, gerade in Bayern. Also ihr kennt die mythischen Wesen aus DSA. Die aus der richtigen Welt, die gibt's jetzt einfach nicht. Jesus und so ein Kram gibt's eigentlich. Nein, das meine ich jetzt nicht, aber ich meine jetzt Greife und. Achso, ja, die sind euch bekannt. Ihr habt auch einige mythische Wesen halt auch als Zirkustiere. Cool! Ja, ich kann nicht mehr ein Domtier. Domtier. Ja, also was macht ihr jetzt? Ja, das gleiche wie jeden Tag eigentlich. Mir geht jetzt alle weg, ich fange an mich zu schminken und dann Party. Okay. Während dann wir jetzt alle an. Während ihr jetzt alle eurer Arbeit eigentlich nachgehen wollt, hört ihr auf einmal so, also ihr seid noch im Zelt, hört ihr so ein Poltern, also die Erde so ein bisschen beben. Die Erde bebt, ihr hört so ein Bum 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 Bum. Kennen wir das? Sind uns Erdbeben bewusst? Warte mal kurz. Wer hat denn von euch den höchsten Sinnesschärfewert? Ich! Warte, wo ist denn? Wo steht denn das Schärfe? Wo ist denn der? Ich hab da gar nichts. Ich hab da 6 Punkte. Wo ist denn Sinnesschärfe? Ich seh's grad nicht. Bei normalen körperlichen Talente. Da. 4. Okay, dann Dvalin, darfst du mal auf Sinnesschärfe würfeln. Juhu. Geh doch in die Hose. Wieso? Intuition und Klugheit. Aber erleichtert um 2. Juhu!
Eins. Na super. Zwei, drei. Eins! Was für ein Fuck. Ja, leider.